Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Plan Zoo. Und wir haben immer noch keinen Namen für dieses Zoo, der hier noch entstehen soll jetzt hier in der nächsten Zeit. Und ja, in der letzten Folge. Wegen dem Namen, ihr könnt immer noch gerne Kommentare schreiben. Ich habe schon einen Vorschlag gekriegt. Ich fände es ganz gut, wenn wir noch ein paar mehr hätten. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wie gesagt, am besten irgendwas mit Krokus, irgendwas. Soll ein ganz recht großer Zoo werden. Also wirklich sehr, sehr groß. Ihr seht hier schon die Planung für einen Parkplatz. Oder hier hinten Planung für ein bisschen Stadt und sowas. Also soll wirklich groß werden. Von daher, das vielleicht mit drin behalten im Namen. Aber ja, die Animation habe ich tatsächlich noch nie gesehen, dass ihr wirklich mit einer Gießkanne kommt und auffüllt. Weil ich habe diese Dinger nie benutzt, muss ich ganz ehrlich sein. So, aber wir haben ja in der letzten Folge hier so ein Wie startet man überhaupt ein Franchise so Tutorial gemacht. Und sind jetzt ziemlich erfolgreich und ihr seht schon, wir sind so gut wie wieder am Ausgangspunkt. Weil wir haben mit 40.000 gestartet, sind jetzt wieder bei 32.000. Ja, ihr seht schon, wir machen nur grüne Zahlen hier in letzter Zeit. Und wie sich das so gehört, ist unsere größte Ausgabe hierbei kontinuierlich. Und halt Lohn ist 90% davon, würde ich sagen. Und das ist auch normal. Jetzt ist mir eingefallen, ganz ehrlich, Lohn können wir tatsächlich noch ein bisschen drücken. Weil wenn wir jetzt hier reingucken bei den Leuten, unter Anstellung, können wir hier nochmal ein bisschen runterstellen, bis das genau hier in der Mitte ist. Ihr seht, man muss es nicht machen. Aber wenn ihr ein bisschen ineffizientere Zoos macht, vom Setup her, dann bringt das tatsächlich was. Wenn ihr denen eine Fortbildung gibt oder so, dann braucht ihr es nicht nochmal extra machen. Hier bei dem geht's nicht. Der Kollege ist schon an der Grenze. Ihr könntet natürlich auch manuell hier reingehen und das machen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ah ja, wie gesagt, wenn ihr eine Verbesserung macht, Fortbildung, kriegt ihr automatisch das Minimum, was er kriegen soll. Und Tierärzte und unsere Tierpfleger sind ziemlich ausgebucht. Deswegen würde ich mal sagen, unser Tierpfleger und unser Tierarzt kriegen eine Fortbildung. Das ist eine Sache, da müsst ihr euch sicher sein, dass ihr das machen wollt, weil diese Fortbildung heißt, sie machen mehr Arbeit für euch. Das ist gut. Ja, ganz wichtig, dass sie mehr Arbeit machen für euch. Allerdings heißt das auch, ihr zahlt ein bisschen mehr. Generell kann ich aus Erfahrung sagen, es ist normalerweise besser gewesen immer für mich, wenn ich sie verbessert habe. Weil, ansonsten, ja, keine Ahnung. So, gehen wir mal hier aber kurz auf 8 hoch. Ich habe gesagt 8. Und dann gehen wir hier auf 5. So. Dann sollten die Leute nicht mehr denken, dass die Zoo-Tickets günstig sind, oder? Ui, denken sie immer noch. Na, dann gehen wir auf 10 hoch. Und 8. Wir haben jetzt einen Safe-Start. Und jetzt könnten wir theoretisch natürlich weitermachen. Und das ist auch tatsächlich, was ich jetzt erstmal mache, wohlgemerkt. Weil ich gehe jetzt erstmal meinen Plan hier nochmal ein bisschen weiterbauen. Und gucke mal, dass ich zumindest meine Grundplanung hier zu Ende kriege. Bis zum Eingang. Weil den Teil hier will ich ja haben. Der soll fertig sein. So, hier vorne möchte ich einen größeren Platz haben. 1, 2, 3, 4. Oder hätten wir hier 1, 2. Dann machen wir hier mal 3 draus. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier auch 3 draus. Da haben wir ein recht gutes Teil. Der hier weg, der hier weg. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier in der Mitte haben wir 2. Hier an dem Rand haben wir 3, weil das zum Eingang geht. Der Eingang soll dann hier so schräg rüber gehen. Ihr seht es ja schon. Und der soll da so schräg dran kommen. Hier an der Seite soll ein Weg lang gehen. Der wird dann noch anders gebaut. Aber gut. Jetzt haben wir den ersten da. Also wie gesagt, wenn ihr im Positiven seid, könnt ihr erstmal bauen. Alles, was keine dauerhaften Kosten für euch gibt, ist erstmal gut. Ja? Also ist egal, ihr könnt sowas wie hier machen, wie ich es gemacht habe. Ihr könnt theoretisch jetzt auch schon anfangen, hier ein neues Häuschen für eure Mitarbeiter zu bauen. Wobei ich das jetzt noch nicht mache. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich das hinbauen will. Weil, ja, ich werde wahrscheinlich eins hier in die Ecke bauen mit Tierpflegerhütten und so. Dann werde ich langsam die Tierpflegerhütte hier wegnehmen. Also ich werde langsam aber sicher das Ding hier abbauen. Aber in unterschiedlichen Stufen. So, jetzt können wir ja mal durchgucken. Was haben wir jetzt gelernt aus dem letzten Video. Hier dieses wunderschöne Gehege mit unseren Erdmännchen macht uns sehr, sehr gut Geld. Wirklich sehr, sehr gut. Ihr seht schon, 2300
und 4500 hier. Wohingegen uns hier unsere Schmetterlinge bisher noch fast gar nichts machen. Wenn wir mal reingucken, 800 Dollar ist auch nicht schlecht natürlich. Aber tatsächlich, wenn wir hier mal reingucken, haben wir selbst hier 1000. Aber hier kommt das wahre Geld auch erst, wenn wir die 45-45 gemacht haben. Weil ihr seht, wie schnell wir hier Population kriegen. Da halten wir uns dann mit Verkäufen. Ja. Hier. Und das ist jetzt nicht wahr. Ich habe offiziell eine Verbrechen reduzieren Herausforderung geschafft. Ohne, dass ich Sicherheitsdienst habe. Okay. Warum nicht? Hier, da nochmal. Kein Sicherheitsdienst. Da sage ich doch. Macht überhaupt keinen Unterschied. Aber ja. Was machen wir dann jetzt also, wenn wir jetzt hier Geld haben wollen? Das heißt, wir gehen hin und bauen ein neues Gehege eigentlich. Ich glaube, so auf die Idee seid ihr auch alle schon gekommen, dass wir das machen wollen. So, dafür erweitern wir erstmal hier den Zaun. Wir haben ja jetzt das Geld. Und das ist ja, wie gesagt, das Schöne. Zäune haben keine laufenden Kosten. Keine laufenden Kosten heißt, wir können so viel davon bauen, wie wir wollen. Aber ist der leicht schräg? Nee, ist er nicht. Okay, so. Weil das ist wieder, wie gesagt, das Wichtigste, was ihr jetzt gerade vermeiden wollt, sind laufende Kosten. Wir können ja nochmal ganz kurz bei unseren Mitarbeitern reingucken. Ihr seht schon, Fortbildung hier ist gemacht. Passende Arbeitslast. Wir zahlen jetzt anstatt 1.100, 1.500. Wir sparen uns aber trotzdem noch 500 pro Monat. Weil ansonsten hätten wir zwei von den Mitarbeitern haben müssen. Und zwei Mitarbeiter sind immer noch teurer als einer. Hier bei unserem Tierpfleger, ihr seht schon, überhaupt keine Zeit hier eine Fortbildung zu machen. Übrigens, Fortbildungen werden gemacht, sobald die Leute hier in das den Pausenraum gehen. Irgendwann, wenn das hier auf Null geht, müsste sie dann sich auch fortbilden. Ja. Als einzelner Tierpfleger hier drin ist es auch wirklich ein bisschen schwer. Aber gut, was machen wir denn jetzt für ein Gehege? Wir könnten natürlich jetzt groß anfangen und ein Riesengehege bauen. Aber nein, wir machen genau die gleiche Taktik wie beim letzten Mal. Wir gucken, welche Gehege sind, oder welche Tiere sind sehr klein am besten, brauchen wenig Rechthaltungskosten. Auch wenn die hier tatsächlich, ihr seht schon, Fleisch nehmen. Wir können ja mal gucken, wie viel uns das Gehege hier kostet. Für alle, die es interessiert, könnt ihr unter Tiere und dann hier Gehege, seht ihr das? Laufende Kosten sind bei 350 Credits hier. Was gut ist. Unsere Schmetterlinge bringen uns laufende Kosten von 100 und die Riesenskorpione laufende Kosten von 50. Ist nicht schlecht. Essen, ihr seht schon, alleine 371 Dollar oder nee, Credits pro Tiere. Und hier ist das mit den laufenden Kosten drin behalten. Aber ja, deswegen dachte ich, müsst ihr gucken, möglichst wenig laufende Kosten hier haben, was wichtig ist. So, bevor ich mich zu häufig wiederhole, was können wir denn noch nehmen jetzt hier? Wir gehen mal hin, man könnte jetzt zum Beispiel V nehmen oder so, aber ich will in dem Thema bei Erdmännchen sein. Und ich glaube, da habe ich noch ein paar gute Kandidaten gehabt. Ich finde, die passen doch gut daneben. Das fällt doch gar keinem auf. Die können wir dann wahrscheinlich auch noch verbinden am Ende. Ja, wenn wir dann die Gehege umbauen. Wir haben hier auch wieder. Wir können bis zu 12 Männchen und Weibchen kriegen. Insgesamt. Oh, ein Männchen, 11 Weibchen. Okay, das ist auch gut zu wissen. Aber auf jeden Fall, ja. Das hier ist ein bisschen mehr Wartungsaufwand sozusagen für uns, weil wir da aktiv gucken müssen, dass die nicht zu viele Männchen kriegen und sowas. Ist ein bisschen nervig, aber trotzdem sollten die sehr gut sein für uns. Also gehen wir auf den Markt. Sortieren wir nach niedrigstem Preis. Und schon haben wir jetzt unser wunderschönes zweites Gehege drin. Haben wir schon unsere ersten Präriehunde. Und ihr seht schon, warum ich gesagt habe, das passt doch gut zusammen. Ich pausiere jetzt nochmal. Was haben wir jetzt schon wieder geschafft? Zwei verschiedene Gehegetieren aufzunehmen. Das kann sich auch ganz gut lohnen, hier nach den Zoo-Herausforderungen zu gucken. Dieses Gewinn aus Getränkverkäufen und so, anfangs Getränkeläden und so aufzubauen, weiß ich nicht. Die sind bei mir immer so eine Wundertüte gefühlt. Die können alles machen. Die können von Tausende Profit bis zu Tausende im Negativen sein. Von daher weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen komisch immer. Aber ja, wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir hier wieder unsere
altbekannte Terrain-Anpassung hier. Da gehen wir dann wieder hin, machen es so, wie wir es auch bei Erdmännchen gemacht haben. Soll ähnlich aussehen hier, würde ich sagen. Jetzt geht's wieder ab im Gehege. Schwarz, Schwanz und fertig. Das ist nämlich auch ein kleiner Tick. Ihr könnt natürlich hier im Filter unter Art durchgehen und suchen. Ja, könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt aber auch einfach den Namen des Tieres hier oben eingeben. Das funktioniert genauso. Der sucht nach Tags und Nachnamen. Also kommt hier alles, was den Tag Schwarzschwanz hat. Und von daher haben wir hier zum Beispiel hier. Ihr seht, Schwarzschwanz Präriehund. Deswegen kriegen wir hier dieses wunderschöne Stämmchen hier. Mit Tierbau wieder. Der ist auch wieder schön, weil wir müssen uns nicht darum kümmern, einen Rückzugsort zu bauen. Dann kriegen die hier schon eine Wasserleitung. Weil die Wasserleitung ist, finde ich, auch nicht schlecht. Weil dadurch haben wir... Die können wir hier auch mal resetten, tatsächlich. Weil die Wasserleitung spart unserem Mitarbeiter natürlich auch wieder einen Weg. Müsst ihr natürlich auch wissen. Weil wenn das Wasser nicht nachgefüllt werden muss, muss euer Mitarbeiter einmal weniger lang rennen. Heißt, ihr spart euch was. So, für den Anfang mag es zwar billiger sein, aber dann irgendwann wollt ihr es austauschen. Vertraut's mir. Die Wasserleitungen sind der Weg zu in der Zukunft. Ist einfach so. Dann, was haben wir noch so Schönes? Ein Geruchspunkt. Können wir einfach hier so reinpacken. Ah, okay, nee, das terraformt sich mit runter, schade. Einen kleinen Blasenerzeuger. Ja, schade, dass der so weit hinten muss, aber geht halt nicht anders. Eine Melone und eine Essensplattform hier in der Mitte. Die sollen ja auch was zu essen kriegen können. Einen Sprinkler. Der muss auch weiter nach hinten, weil wir haben hier vorne nicht so viel Platz. Hier vorne ist ein bisschen Prime Real Estate. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles für die. Jetzt kommt nochmal eine Kleinigkeit hinzu, die ich machen will für die. Und zwar... Ich will denen ein bisschen was zum Rumtoben hier geben. Weil ich kann euch mal eine schöne Sache zeigen, wenn ich jetzt hier schon so weit bin und hier gucke. Ja. Ist natürlich jetzt ein sehr schlechtes Klima dafür, um ein Beispiel davon zu machen. Haben wir hier irgendwo einen vernünftigen Baum oder so? Man könnte theoretisch höchstens ein bisschen mit sowas hier rumspielen. So ein bisschen Gras, ein paar... Warum sind die schräg? So, so, so. Und dann nehmen wir einfach hier sowas hier, komm. Weil, das kann man immer sehr gut machen, mit diesen Teilen, dass man eben, obwohl, nee, das mag ich nicht. Bauen wir da einen Felsen hin, einen kleinen. Aber was war das denn hier? Ein großes Bisongras wieder. Dann setzen wir das doch nochmal hier hin. Und hier hinten kommt noch was hin. Weil eigentlich würde ich denen aber gerne auch noch Schatten geben, irgendwie ein bisschen. Das ist das, was mich so stört, dass ich denen keinen Schatten geben kann. Gerade. Ah, wohl doch ein bisschen können wir den geben. Der Baum kann da rein und ich glaube, jetzt sind wir auch schon am Limit. Oder? Ja, jetzt sind wir so gut wie am Limit. Von daher lassen wir das mal. Gehen wir mal bei den Erdmännchen nochmal reingucken. Was wollt ihr haben? Ihr wollt Afrika anstatt nordamerikanisch. Das heißt, wir gucken hier mal rein. Eine Hakendorn-Akazie. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber mit der kann man das noch besser zeigen. Wir nehmen uns diesen Baum, schieben ihn einfach hier in dieses Wasserding rein. Und schon haben wir hier eine wunderschöne Hakendorn-Akazie als ein Baum hier drin, der uns ein bisschen, ja, hier das Wasser spendet. Dann tropft das so aus dem Baum raus. Wenn man dann noch weiter gehen will, kann man natürlich auch hier die Farbe ändern. Von der Wasserleitung auf irgendein Braun. Dann sieht das noch natürlicher aus, als würde es da einfach aus dem Baum raustropfen. Oder was ich auch gerne mache, einen Fels drumherum bauen. Und dann einfach zu hoffen, dass, oder zu gucken, dass der Fels da einfach raustropft. Ist vielleicht realistischer im Großen und Ganzen, aber ja gut. So Mohnblumen, nee, die sehen scheiße aus hier drin. So einen kleinen Strauch hier an der Seite, das kann ja nicht schaden. So, wie gesagt, also da könnt ihr dann auch irgendwann mit anfangen, einfach eure Gehege einfach so ein bisschen aufzuhübschen. Weil, ja, das bringt dann auch noch ein bisschen was dazu, weil wenn die Gehege ein bisschen schöner aussehen, sieht ja auch schön aus für euch. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Akazie könnten wir hier noch reinmachen. Aber ich glaube, da wird es zu viel. Oder wir drehen einfach ein bisschen so. So geht's ja auch. So, perfekt. Damit haben wir jetzt gut was hier drin befüllt. Wir geben denen sehr gut Schatten. Sind genau am Rand hiervon.
Von daher, ja. Ihr seht schon, das hat uns auch vor allem überhaupt nicht mehr gestört. Dafür, dass es jetzt den Tieren hier besser geht. Achso, das sollte ich vielleicht auch sagen. Das ist auch noch ein Vorteil von diesen Wüstentieren, dass die eben hier keine Anforderungen haben von der Bepflanzung. Das heißt, ihr spart euch von Anfang an diese Bepflanzungskosten und braucht euch darüber keine Sorgen zu machen am Anfang. Das ist auch noch mal ein guter Nebeneffekt, den ich gar nicht so beachtet habe jetzt beim letzten Mal. Weil eigentlich ist das einer der stärksten Vorteile von... Oh, wir haben hier den Stromende gefunden, aber egal. Eigentlich ist es einer der stärksten Vorteile von so Erdmännchen oder eben Schwarzschwanzprärien oder so, dass die eben eigentlich keinen Strom, keine Dings brauchen hier. Keine Pflanzen, weil ist billiger, natürlich. Wenn ihr keine Pflanzen bauen wollt. Ich meine, ich hatte jetzt noch 10.000 vorhanden an Überschuss, aber gut. Haben wir jetzt noch irgendwas, was man vielleicht beachten sollte hierbei? Ich weiß es gar nicht. Wir haben jetzt hier unsere Tiere. Ganz klar wieder daran denken, die Spendenboxen mitzunehmen. Auch wenn es nicht ganz so wild ist, wenn du die mal vergisst, aber... So, Spendenboxen sind drin. Und jetzt müssten wir eigentlich deutlich mehr Einkommen kriegen. Ja, genau. Ihr seht schon, wir haben jetzt schon deutlich mehr Einkommen als beim letzten Mal. Wir sollten dann gleich wieder die Warnung kriegen. Wir können ein bisschen mehr geben. Aber gut. Wenn wir hier mal reingucken bei unseren Tragfrauenaugen. Was haben wir hier? 45, 45. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier Nachwuchs haben bei den Teilen, ist jetzt einfach direkt Payday. Wenn wir mal reingucken hier, was haben wir denn hier? Ist Mitglied eines Rudels. Hier, hatte Nachwuchs und so. Steht ja nicht irgendwo, wenn es aus dem Zoo verfrachtet wurde. Wie gesagt, ihr seht schon jetzt hier unsere Tiere, denen geht's gut, den Kollegen. Und, dass es denen gut geht, ist auch am wichtigsten. Oh, Tier ist gestresst und versucht sich zu verstecken. Das ist natürlich scheiße. Dann müssen wir dem vielleicht ein paar Büsche oder so reinbauen. Haben wir für die Kombi hier einen Busch, einen etwas größeren. Weil das ist auch wieder so eine Sache. Wenn die sagen, sie sind gestresst und wollen sich verstecken, dann müsst ihr denen einfach einen Busch hinsetzen. Normalerweise, das sollte reichen, genau. Wenn wir denn jetzt hier so eine kleine Wand aus Büschen reinbauen, dann sollten die dahinter ganz gemütlich sein. Gleiche können wir hier nochmal machen. Dabei müssen wir natürlich wieder gucken, dass wir nicht hier überstreiten. Ja, und jetzt sollten die da hinten eine eigentlich recht sichere Ecke haben. Wir können natürlich nochmal hier in der Mitte setzen. Da haben die einen fast vollständig abgeblockten Bereich. Weil das war einer zu viel, glaube ich. Ah, ne, die beiden dürfen wir tatsächlich nicht mehr. Schade. Dann setzen wir den hier nochmal hier so ein bisschen rüber. Den hier ein bisschen weiter raus. Und jetzt sollten die sich hier hinter eigentlich vom Stresslevel runtergehen können, oder? Ah, ist minimal drüber, aber egal. Wie sieht es bei dem Stresslevel aus? Komm, Kollege, du kannst dich doch hier hinter verstecken, oder? Das zählt doch locker als Versteck. Anscheinend nicht. Dann können wir einen kleinen anderen Trick machen. Ihr müsst das wahrscheinlich erforschen. Aber, Einwand... hier. Einwandwegspiegel, so. Und dann nehmen wir uns einfach so eine Wand und setzen die dann so rum hier rein. Und ich würde vielleicht so eine nehmen. Und die setzen wir dann hier rein. So. 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 Und hier auf der anderen Seite auch nochmal. Weil dann können wir nämlich ganz sicher gehen, dass die Tiere dahinter wirklich sich verstecken. So. Von vorne. Hier, ihr seht das nicht. Seht ihr das? Wenn man so auf den ersten Blick rüber guckt, hier sieht man es ein bisschen mehr, weil die Büsche ein bisschen weiter auseinander sind. Aber ansonsten, jetzt können die sich hier hintersetzen. Und hier, ihr seht schon, bei dem geht jetzt das Tier, der Stress wieder runter. Dann können wir dem natürlich jetzt nochmal... Obwohl, nehmen wir das Ding hier nochmal weg. Dann sollten wir wieder im grünen Bereich sein. Gehen auf Gehege und klatschen denen hier nochmal so eine Schlafmöglichkeit hinter. Das sollte auch nochmal ein bisschen helfen. So. Tierwohlbefindet Aktivisten auf den Plan gerufen. Und das ist auch natürlich jetzt ganz schlecht. Aktivisten wollt ihr um alle Möglichkeiten vermeiden. Von daher, ja. Wollt ihr vielleicht gucken, ob ihr hier nicht ein bisschen weniger Aufsehen erregen könnt. Das geht allerdings auch noch, indem ihr hier sowas hinstellt. Somit bitte nicht stören und seid mal leise.
Das funktioniert. Radien könnt ihr davon sehen im Sicherheitsmenü hier. In dem Radius ist dann ein bisschen weniger Stress für die Tiere. Wo bist du? Hier unten. Ah, guck mal, ihr seht schon. Nur dadurch, dass ich diese Schilde jetzt hier hingesetzt habe zum Beispiel, geht der Stress schon wieder runter bei dem. Also von daher scheint das gebracht zu haben. Ja, genau. Die Schilder alleine haben das Stressproblem schon gelöst. Also können wir auch die Ecken hier rausnehmen. Dann haben wir hier kein Glas drin stehen. Aber ein bisschen Rückzugsorte sind immer wichtig für eure Tiere. Aber warum ihr auch vor allem kein Dings drin haben wollt, ist genau das hier. Deswegen wollt ihr, dass es euren Tieren gut geht. Damit nicht der Inspektor kommt und rummeckert, ey, wieso sind hier Aktivisten drin? Das regt mich zwar auf, weil manchmal kannst du es gar nicht verhindern, dass hier Aktivisten reinkommen. In manchen Situationen geht es gar nicht anders. Sag mal, darf ich mal das Glas auswählen? Danke. So. Wie gesagt, weil dem Tier geht's gut. Verzieht euch wieder, weißt du? Das ist das, was ich meine. Dem Tier geht's perfekt. Aber nein, man muss trotzdem demonstrieren, weil wäre jetzt so einfach. Jetzt hauen sie zum Glück langsam alle ab. Aber gut, ich würde mal sagen, wir haben uns sehr, sehr gut hier verfestigt mit den beiden. Wenn wir jetzt nochmal reingucken in Gehege hier. Wir haben jetzt Erdmännchen und die anderen. Ihr seht schon, laufenden Kosten wurden noch nicht so richtig berechnet, glaube ich. Deswegen spulen wir mal ein bisschen vor. Weil 20 sieht mir ein bisschen wenig aus. Wie gesagt, wir haben die beiden Gehege als unsere Hauptgeldmacher. Und dann haben wir die beiden hier einfach nur, um da zu sein. Und jetzt sind wir in einem stabilen Punkt. Und jetzt mögt ihr euch natürlich fragen, okay, guck mal, wir haben jetzt zwei Gehege. Wie lange sollen wir mit dieser Sichergehen weitermachen? Und da kann ich ganz ehrlich sagen, was ich gerne mache, ist ein, zwei Gehege zu haben, dann diesen Status, den man hat, zu saven sozusagen und erstmal sich einen Puffer aufzubauen. Also einfach mal ein, zwei Jahre AFK sitzen. Und, also Ingame-Jahre jetzt meine ich. Und nichts groß machen, dass man sich einen Puffer aufgebaut hat. Und dann kann man sich überlegen, okay, was will ich denn machen? Will ich jetzt hier eine Zucht anfangen? Will ich jetzt hier, so wie ich hier einen großen Zoo bauen? Was will ich eigentlich mit diesem Zoo anfangen? Als ersten Zoo kann ich immer empfehlen, eine Zucht aufzubauen, weil damit könnt ihr dann eben, wie gesagt, im Notfall andere Zoos retten. Könnt ihr erstmal euch Arterhaltungspunkte farmen, weil die braucht ihr. Besonders, wenn ihr größere Tiere euch holen wollt und so. Und es empfiehlt sich auch immer, besonders wenn ihr größere Zoos bauen wollt, geht hin und baut eure Farm, oder was ist Farm? Zum Züchten gedacht sind hier, ja. Baut diese Zoos immer separat von eurem Hauptzoo, weil also ihr wollt den Zoo so safe haben, dass der immer Profit macht, dass er euch nicht pleite geht, wenn er zum Züchten da ist. Und ihr wollt ihn so klein haben, dass euer PC ohne Probleme halt in maximalem Time Warp hier rumrennen kann. Und nicht laggt dabei und sowas. Und ihr immer noch schnell hier hin und her kommt. Weil ansonsten, wenn ihr keinen Time Warp machen könnt in der Zeit, habt ihr halt einfach das Problem, dass eben halt, ja, wie sagt man es am besten, dass es halt einfach Jahre dauert. Wenn ihr die ganzen anderen Tiere hier nebenbei noch euch drum kümmern müsst und nebenbei eine Zucht aufrechthalten müsst und sonst was noch machen müsst, das ist halt einfach irgendwann nicht mehr haltbar. Da seid ihr froh, wenn ihr euren normalen Gehege unter Kontrolle habt. Also glaubt's mir, bei den ganz großen Zoos, irgendwann seid ihr einfach froh, wenn die Gehege unter Kontrolle sind und ihr euch nicht noch nebenbei um die Zucht kümmern müsst. Deswegen separiert eure Zoos aus. Dafür habt ihr einen Franchise, dass ihr einen Zoo da haben könnt, einen Zoo woanders haben könnt und so. Mit unterschiedlichen Plänen und so. Also von daher, das ist überhaupt kein Problem. Aber ja, einfach generell hier dieser Zoo, vom Start her ist das wirklich grundsolide. Da könnt ihr nichts mit falsch machen mit so einem Zoo. Einfach zwei so ganz kleine, ihr eins von denen durch V'en ersetzen und ihr setzt wirklich safe. Weil da geht's dann richtig ab. Aber, wie gesagt, das ist, da liegt dann ja bei euch, was für Tiere ihr nehmt. Falls ihr mehr erfahren wollt über den wirklich initialen Start, dann schaut euch mein letztes Video an. Das findet ihr in der Playlist, entweder in der Beschreibung oder jetzt gleich auf der Endcard. Und dann, wie gesagt, falls ihr Ideen habt, irgendwas, was ihr wissen wollt oder so, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche, auf alles so gut wie möglich zu antworten. Oder es dann halt im nächsten Video zu zeigen. Muss ich mal gucken. Je nachdem, was es dann ist. Wie gesagt, hier vorne der Eingang wird dann beim nächsten Mal gebaut.
Und ich würde mal sagen, wir bauen erstmal so einen kleinen Mini-Eingang, den wir dann mit der Zeit immer wieder mal upgraden und so und gucken, dass wir den ein bisschen verbessern. So mäßig würde ich den bauen wollen. Also von daher würde ich da mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir, ich weiß nicht, vielleicht ein Gehege bauen, vielleicht auch nicht, aber hauptsächlich den Eingang. Und bis dahin. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.